Hey, ich bin so froh, dass du zu mir gekommen bist mit deinen Haaren. Ja, keine Angst. Ich werde dir heute helfen, dabei deine Haare wieder hinzubekommen. Das sieht tatsächlich ziemlich schlimm aus. Aber da fasst du ja mich. Deine beste Freundin. Ja. Keine Angst. Wir werden dich im 0, nichts wieder hinbekommen. Okay. Lass mich als allererstes dir helfen, auch bei so unfassbar großen Läusen. Wir vertagen das Gespräch. Klar. Ja, du kannst heute Abend vorbeikommen. Okay, Mausi, hab dich lieb. Entschuldigung. Nicht
nicht weinen. Nicht weinen. Okay. Ich habe dir das nur erzählt, weil ich einfach das so wild finde, wie man so große Läuse haben kann. Die sind bestimmt so groß, glaub mir, die sind so groß. Hey, hey. Okay, wenn es dich besser fühlen lässt, ich sag niemandem mehr was davon, okay? Okay, nur Marina weiß das. Komm, stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an. Ich weiß auch nicht, wie du die geholt hast, aber oh mein Gott. So, sei doch einfach nächstes Mal ein bisschen vorsichtiger. Sollst, aber ich sehe davon nicht so viel.
anfängst. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben, dass du schon wieder anfängst mit dem Thema. Wir haben das doch gerade geklärt, meine Liebe. Es ist so, ich werde es nicht mehr weiter erzählen, okay, mit den Läusen. Marina ist aber auch meine zweitbeste Freundin, okay? Also, quasi. Und nein, sie wird es nicht rumerzählen. Ich werde es ihr später. Aber nicht so eine Drama Queen, oder? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich so ganz anders. Du bist immer mehr zur Drama Queen. Ja, ich leg das da drin. Was du mit dieser Gina. Oh Gott. Nein.
bin ich eifersüchtig auf Gina. Sie ist einfach nicht mein Cup of Tea, okay? Sie ist einfach nicht meins. Ja, ich mag sie einfach nicht. Aber du kannst sie ja mögen. Was auch immer. Whatever. Okay. Jetzt zum Schluss will ich jetzt noch mal eine Methode an deinen Haaren ausprobieren. Die nennt sich die Hairstring Method. Ich lasse dann nie über sie. Hey, wenn sie sich so dumm anstellt. Ja, aber es ist noch was Neues dazu gekommen. Und zwar. Oh mein Gott. Sorry. Nicht mit den Läusen. Übrigens, also ich sehe bei dir einen Ansatz. Ich würde den einmal nachfärben mit dir. Okay. Ah, natürlich, das ist deine Natur. Ist das deine Naturfarbe? Pink ist meine Naturfarbe. Auf jeden Fall. Ups. Warte, lass mich hier mitgreifen. Hey, sei doch einfach einmal kurz nicht so verdammt misstrauisch, okay? Ich
Hallo. Natürlich will ich das Beste für dich, okay? Sei doch nicht immer so paranoid. Ja, aber nur, wenn du mich dazu zwingst. Oder wenn du mir nicht die richtigen Infos gibst, mit denen ich dich richtig behandeln kann oder das richtig machen kann, dann verkacke ich's. Ja. Willst du mir etwa unterstellen, ich mache das mit Absicht? Also komm. Wieso sollte ich jemals was Schlechtes für dich wollen? Don't be so paranoid, girl. Okay. Ich denke, wir sind durch. Das ist einfach ein Wappenfuß. Du musst es auch gar nicht ausspielen. Irgendwann solltest du es rausspülen. Nicht 3 Wochen drinnen lassen. Weil dann vertreibt es nicht nur die Läuse, sondern auch die Jungs. Ah, keine Angst. Selbst wenn. Ich bin gerne dein Wingman. So. Du weißt ja, dass ich die Jungs anziehe. Insofern kann ich dir ein bisschen helfen. Und dir ein bisschen was abgeben. Oh, nein. Nein. Aber come on. Du bist schon so ein bisschen eher so das Graue.